Hallo zusammen und damit heiße ich euch recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Wie im Vorfeld bereits angekündigt, starten wir ab dieser Woche aufgrund unseres Umzuges mit einem äußerst interessanten und geschichtsträchtigen Dreiteiler. Es gibt einiges zu erkunden und vor allem zu berichten und deswegen schlage ich euch vor, kommt nun am besten mit auf diese Tour und den Rest erfahrt ihr wie immer von mir in den nächsten Minuten. Sollten verlassene Orte hier im Osten Deutschlands dein Interesse geweckt haben, dann schau doch nach diesem Video mal auf unseren Kanal. Dort findest du jede Woche Mittwoch eine neue Folge zu diesem Thema. Reinschauen und abonnieren lohnt sich also mit Sicherheit und nun wünsche ich euch viele interessante Eindrücke von diesem Ort. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und heute zeigen wir euch den ersten Teil unserer Erkundung durch eine Malzfabrik. Als wir vor einigen Jahren damals noch im Außendienst tätig waren, kamen wir ebenso in diese nicht ganz 30.000 Einwohner zählende Stadt. Auch hier spiegelte sich selbst nach 25 Jahren Mauerfall der Untergang der DDR und seiner vermeintlich volkseigenen Betriebe wider. Hier und da gab es kleinere Ruinen, verlassene Wohnhäuser, kleinere Fabriken und vieles mehr, doch eine Anlage machte ganz besonders auf sich aufmerksam und das noch bevor wir überhaupt wussten, um was es sich hierbei handelt. Um das alles zu klären, fangen wir am besten beim Urschleim an, denn es gibt einiges zu berichten. Wir reisen weit zurück in die Vergangenheit und um genauer zu sein, mit Erscheinen dieses Videos exakt 156 Jahre. Wir befinden uns also im Jahr 1865, als die beiden Unternehmer und Geschäftspartner Albert Frede aus Wolfenbüttel und Friedrich Wilhelm Otto, gebürtig aus Peine in Niedersachsen, erst ein recht großes Grundstück kauften und daraufhin mit einem Grundkapital von 1,5 Millionen Mark eine Malzfabrik errichten ließen. Dass man sich hier niederließ, hatte einige Gründe. Zum einen gab es innerstädtisch keine Konkurrenz, dafür aber eine Menge Abnehmer durch Großbrauereien, wie es sie im Umland, beispielsweise in Halle, Magdeburg oder Leipzig gab. Nur 6 Jahre später, 1871, trat Otto aus dem gemeinsamen Geschäft zurück. Warum dies geschah, konnte ich leider nicht herausfinden, aber ihr ahnt es schon, die Story ist noch lange nicht vorbei. Denn der Ausstieg seines Partners hielt Frede als nun alleinigen Geschäftspartner nicht davon ab, weiterzumachen. Er firmierte nun als offene Handelsgesellschaft um und das ziemlich erfolgreich, wie sich später noch zeigen sollte. In den darauffolgenden Jahren lässt Frede die Fabrikanlage mehrfach erweitern, modernisieren und vor allem umbauen, sodass sie ab 1887 als größte Tennenmelzerei Deutschlands galt und später weltweit exportieren sollte. Eine Tennenmelzerei ist eine spezielle Keimmethode innerhalb der Produktion, bei der das Grünmalz auf sogenannten Solhofener Platten in speziell dafür vorgesehenen Planenräumen zum Keimen gebracht wird. Mit umgerechnet 8.900 Tonnen jährlich produziertem Malz war für Frede 1888 nun der Zeitpunkt gekommen, die Geschäfte an seinen Sohn Viktor, den Kommerzienrat sowie Bankkaufmann Leopold Friedemann und die beiden Bankiers Felix Friedhelm und Ernst Vogler zu übertragen. So wurde aus der OHG eine Aktiengesellschaft, in der Albert Frede selbst als Firmengründer noch die nächsten 2 Jahre bis 1890 Firmendirektor blieb. Danach verbrachte er im Ruhestand noch einige Jahre im Aufsichtsrat der Firma.
Straff ging es nun auf die Jahrhundertwende zu. In den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts, um genauer zu sein 1892 und 97, erweiterte man die Fabrik erneut, sodass die jährliche Malzproduktion bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges auf 18.000 Tonnen angehoben wurde. In der Zeit ab 1914 bis 1918, also während des Ersten Weltkrieges, kam es immer wieder zu Gersteengpässen, weswegen ein Teil der Produktion zeitweilig auf Dörrgemüse umgestellt wurde. Dörrgemüse ist schlichtweg Gemüse, welches an der frischen Luft getrocknet und haltbar gemacht wird. Platz war ja ausreichend vorhanden, man hatte ja etliche große Räume, die mit den Solhofener Platten ausgelegt waren. Ab 1916 übernahm Heinrich Hildebrand als Melzereidirektor die Produktionsleitung, während Braudirektor Bodo Walter die Aufsicht innehatte und ebenso hohe Verantwortung trug. Als wir die Anlage betraten, waren wir echt baff, wie groß die backsteinernen Gebäude wirklich waren und wie schnell man damals solche Gebäude errichten konnte. Stahlbetonbauten waren ja sehr teuer und steckten damals noch in den Kinderschuhen, doch es gibt noch vieles, vieles mehr zu entdecken und zu berichten, aber das und vieles mehr seht und hört ihr alles im zweiten Teil unserer Tour durch diese Malzfabrik. Im Anschluss gibt es jetzt noch einige Bilder für euch. Wenn euch dieser Teil schon mal gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Wir bedanken uns dafür bei euch, bleibt mir gesund und munter und dann hören wir uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin, macht's gut, bis dann und ciao.